Das malerische Bündner Bergdorf Zernetz, mitten im Hochtal des Engadins, ist das Tor zum Schweizerischen Nationalpark und der Ausgangspunkt der Postauto-Freizeitlinie Engadin-Meran. Der markante, monolithische Bau des Bündner Architekten Valerio Olgiati beheimatet das Besucherzentrum des Nationalparks. Hier gibt es sämtliche Informationen rund um das älteste Naturreservat der Alpen. Jedes Jahr besuchen rund 150.000 Gäste den Nationalpark. Umgeben von der unberührten Natur fährt das Postauto quer durch die faszinierende Bündner Bergwelt hinauf in Richtung Ofenpass. Auf der Passhöhe erstreckt sich der Blick über das Val Müstair, das Südtirol und auf das vergletscherte Ortlermassiv. Über die kurvigen Passstraßen und durch die engen Gassen der typischen Bündner Dörfchen im Val Müstair geht die Reise weiter, bis zum Kloster St. Johann in Müstair. Wir sind im Kloster St. Johann in Müstair. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und es ist gegründet worden zur Zeit von Karl dem Grossen, vor über 1200 Jahren. Das Spezielle an dem Kloster ist, dass es ein lebendiges Kloster ist. Es wird noch bewohnt von 12 Benediktinernonnen. Auf der anderen Seite ist es ein UNESCO-Welterbe. Also wir haben hier Bausubstanz, wir haben Fresken von der karolingischen Zeit. Wir haben archäologische Objekte, Räume aus über 1200 Jahren. Das ist alles an einem Ort. Das Postauto überquert nun die Grenze nach Italien und bringt uns nach Glurns. Das kleine Alpenstädtchen im Südtirol verfügt über eine komplett erhaltene Ringmauer mit 7 Befestigungstürmen und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Anschließend geht die Fahrt weiter in Richtung Mals. Ab Mals führt die Finschgerbahn nach Meran, der krönende Abschluss einer faszinierenden Postautoreise durch intakte Natur und lebendige Geschichte.